WDR 2. Stichtag. Unter einem Publikumsandrang nahm in Essen ein für die deutsche Filmindustrie erfolgreiches Ereignis seinen Anfang. September 1964, Premiere des Films Winnetou 2 in dem berühmten Kino Lichtburg. Hauptdarsteller Lex Barker war persönlich erschienen, um neben der Premiere seines zweiten auch die Auszeichnung seines ersten Films mitzuerleben. Mit der goldenen Leinwand. Lex Barker, ein blonder Hühne, 1,93 Meter groß. Wie kein zweiter verkörperte er für die deutschen Kinozuschauer den Karl-May-Helden Old Shatterhand. Hier in Deutschland war das die Rolle seines Lebens. Rainer Boller, er hat Lex Barkers Biografie geschrieben. Das hat auch gepasst wie die Faust aufs Auge. Er sah ja auch aus wie ein Deutscher. In dem Mix mit der Musik, mit der deutschen Stimme von Gerd Günther Hoffmann hat das perfekt gepasst. Und er hat sich bei den Leuten eingeprägt und ist so dann zum Star geworden. Ein Star war Barker schon vorher in den USA. 1945 bekam der Sohn einer angesehenen Ostküstenfamilie seine erste Filmrolle. 1949 war der athletische Frauenliebling erstmals als Tarzan zu sehen, als Nachfolger von Johnny Weissmüller. Als die Tarzan-Filme liefen, da war er einer der populärsten Schauspieler. Kein Charakterschauspieler, aber beliebt schon. In den 50er Jahren bleiben ihm die künstlerisch anspruchsvollen Rollen verwehrt. Die Studios laden ihn zwar ein zu Castings, doch Kollegen wie Rock Hudson und Tony Curtis werden ihm vorgezogen. Er dreht Western- und Abenteuerfilme, zum Beispiel den Lederstrumpf. 1957 verlässt Barker Hollywood, sucht Engagements in Europa. Als Soldat hatte er hier im Zweiten Weltkrieg gekämpft, war 1943 an der Befreiung Siziliens beteiligt. Und dann ist er der jüngste US-Major geworden und hat dann auch relativ vorne mitgekämpft. Er wurde verwundet damals, auch wahrscheinlich vom deutschen Scharfschützen. Als Folge behält Barker zeitlebens eine Metallplatte in der Stirn. In Europa erhält er wieder Filmangebote. Zunächst in den italienischen Fließbandproduktionen von Cinecittà, in Mantel- und Degenfilmen. In Federico Fellinis La Dolce Vita hat er eine Nebenrolle. Er ist in zwei deutschen Mabuse-Streifen dabei. 1962 bekommt er die Hauptrolle. Die Romantik des Wilden Westens ist wieder auferstanden in dem großen deutschen Farbfilm Der Schatz im Silbersee. Und damit auch die Karriere des Lex Barker. Innerhalb von 6 Jahren spielt er in einem Dutzend Karl-May-Verfilmungen mit. Winnetou. Das Halbblut. Das Halbblut. Winnetou und Shatterhand, Im Tal der Toten. Lex Barker als Old Shatterhand. Aber auch als Kara Ben-Nemsi und in anderen Rollen. Der Schuld. Im Reiche des Silbernen. Durchs wilde Kurdistan. Der Schatz der Azteken. Der US-Amerikaner freut sich über den Erfolg in Deutschland, aber er ist genervt davon, so oft im Duo mit Pierre Brice auftreten zu müssen. Es gibt da Aktennotizen in den Produktionsunterlagen, wo er dann drauf bestanden hat, dass er nicht mit Pierre Brice spielt, und da wurde dann Joachim Fuchsberger in einem Western genommen. Weiß Biograf Boller. Auf der Höhe seines Erfolgs singt Barker sogar auf Deutsch. Ich bin morgen auf dem Weg zu dir. Andere Schlager werden nie veröffentlicht. Nach dem Abebben der Karl-May-Welle in Deutschland versucht der Schauspieler auch in Hollywood wieder Arbeit zu finden. Vergebens. Zum beruflichen Misserfolg kommen gesundheitliche Probleme. Barker stirbt am 11. Mai 1973, 3 Tage nach seinem 54. Geburtstag, an einem Herzinfarkt. Er ist mitten in New York City in der Straße tot umgefallen.